Und Leute, wieder hallo zu Aston. Okay, ich habe gerade geschrien. Wieder mit dabei. Kackrick. Wir haben voll nichts zu tun. Können eigentlich selber aufnehmen, ne? Nee, lass mal, ihr rendert. Ja, okay. Wir sind immer noch in der Siegersträhne. Schon 4 Games hintereinander gewonnen. Stehen 6-2. So eine gute Runde hatte ich schon lange nicht mehr. Jetzt kommt los. Also ich mache so im Durchschnitt vielleicht 4 Siege. Was? Im Durchschnitt 4 Siege? Ja. Ach so, ich dachte jetzt hintereinander. Nein, im Durchschnitt, insgesamt. Deswegen, in Arena läuft es selten so gut. Aber das ist halt ein gutes Deck. Ich habe auch echt Glück. Also das eine Game hätte ich gar nicht gewinnen dürfen, wo ich den 8-8 bekommen habe. Und auch gerade war ziemlich Glück. Aber hey, ich habe auch echt Glück, dass ich immer hier diesen 2-1er am Anfang bekomme. Ja, der hat es jetzt selbst. Ja. Da muss er sich direkt drum kümmern, ne? Ja. Guck mal, kann ich... Das ist ein super Trade für mich. Ich kann jetzt sehen, hier einfach zack. Und ich bekomme... Oh, das ist schön. Das kann man... Auf manchen Karten echt gut gebrauchen. So. Oh, wie diese Karte hast du? Das ist eine richtig starke Karte. Welche? Der wäre eine Zappomat für den Anfang. Ja. Ja, okay, die ganzen Mech-Kombos. Oh, hier habe ich... Oh, boah, guck dir mal, was ich für Glück habe. Nicht schlecht. Aber, komm. Oh. Das macht ein bisschen weniger Schaden. Dass ich da wieder so einen Kriegsgolem kriege. Mit 7-7. Oh. Ja, okay. Ja, wie schon mal erklärt, Winzhorn kann man zweimal angreifen. Boah, trägt eine 7-7er. Das ist bitter. Ja. Mal sehen, was er antworten kann. Hat er ein Hex? Hat er Hex? Hat er Hex? Er hat Crackle. Ich sag, er hat Crackle. Er hat Hex. Verdammt. Aber klar. Ja. Man kann doch nicht immer Glück haben, ne? So, okay, was spiele ich jetzt überhaupt? Ich glaube, die ist hier am sinnvollsten. Der Anfang sieht jetzt nicht so gut aus. Ich glaube, ne, die Runde habe ich verloren. Ich habe zu wenig Antwortmöglichkeiten. Außer ich bekomme jetzt glücklicherweise... Nein, komme ich nicht. Aber mache es das hier einfach, um den Zug ein bisschen zu verlangsamen. Na, kriegst du immer noch 4 Schaden mindestens. Mindestens, genau. Weil ich glaube, der hat diese Karte, dass er einem Minion 3 Angriff geben kann. Und das ist auf einem Winzhorn extrem nervig. Noch besteht die Chance auf einen Flame Strike. Noch. Ah, kriegt er auch Glück mit den Taunt-Tokens. Ja, okay. Muss gerade auch mal Glück haben, wa? Das ist es eigentlich. Das war's. Ja. Ja, wenn er jetzt nicht dumm ist. Ja, man kann auch nicht immer gewinnen, wa? Jetzt hat er bestimmt noch allen Minion, allen Dienern 3 Angriff geben. Irgendwas anderes cooles. Ja. Naja, wir haben davor genug gewonnen. 6 Siege sind cool. Jetzt warte ich noch, was ich als Belohnung bekomme. Sag mal an, was du kriegst, sehen wir ja nicht. Stimmt, seht ihr nicht, ne? Und Tom, du hast Buschkolotzen falsch geschrieben. Ja, ich konnte einen Buchstaben nicht. Also, es ging nur 12 oder so. Achso. Ja, 6-3 finde ich für mich ein gutes Ergebnis. Mal gucken, was ich bekomme. 3 Pakete nur, schade. Ich dachte, ich bekomme 4. Ein Pack.
Eine Karte, Cone of Cold, war klar. Und 80 Gold. Mit 80 Gold bin ich zufrieden, mit der Karte gar nicht. Dann öffnen wir nochmal das Pack. Zack. Die Karte ist gut, habe ich aber schon. Habe ich auch schon. Habe ich auch schon. Die ist cool. Und eine epische. Ah, die bin ich nicht so knorke. Kann ich nochmal kurz hier durchgehen. Und die mir angucken. Das heißt, ich habe gerade zwei neue Karten bekommen. Okay. Und hier mein höchster Sieg war einmal 12 Wins, aber habe ich bis jetzt erst einmal geschafft und das war auch ein 12-2, also ganz knapp. Naja, trotzdem kann ich jetzt sagen, tschüss und bis irgendwann mal wieder. Tschüss.